Hallo meine Freunde, ich bin wieder in einer neuen Aufnahmesession im Landwirtschaftssimulator 19 auf unserer Hopfach. Ja, zurzeit mal wieder alleine hier auf dem Server unterwegs, ist noch keiner da, sind alle noch am Arbeiten. Ich habe heute ein bisschen früher Feierabend und dachte mir, ich nutze die Zeit mal ein bisschen und zocke auch. Der Paraderos war auf jeden Fall die Tage schon ein bisschen hier auf dem Server. Und hat die Felder alle durchgegruppt. Ja, sieht man jetzt hier auch. Jetzt ist auch alles synchronisiert. Eben sah es noch ein bisschen wild aus. Jetzt ist alles synchronisiert und wir sehen auch, alle Felder sind gegruppt. Gedüngt sind sie alle einmal. Ich würde jetzt einmal versuchen, das Stück hier nochmal zu düngen. Ob das jetzt schon direkt die zweite Stufe annimmt, dann würde ich eventuell alle einmal durchdüngen, beziehungsweise damit auch den Helfer ein bisschen arbeiten lassen. Weil ich möchte hier schon mal ganz gern heute unsere Wiese ansehen. Ist zumindest mein Plan. Und ja, erstmal versuchen wir es mit dem Düngen. Ich muss mal eben gucken, der Düngestreuer. Da ist er. Machen wir auch schon mal auf. Dann können wir für die Sämaschine hier gleich mal aufmachen. So. Und dann latschen wir mal zu einem unserer Traktoren. Nehmen wir den 700er. Der sollte eigentlich damit klarkommen. Zumindest mit dem Düngestreuer. So, jetzt muss ich nur erstmal klarkommen und ich sehe, hier ist schon wieder die Hälfte verstellt. Zurückblicken an, aus, passt. So. Scheint sich jedes Mal zu resetten irgendwie. Oh, ruckelt noch ein bisschen bei mir. Das dürfte sich aber in den nächsten Minuten dann auch erledigen, weil ich gerade noch nebenbei am anderen Rechner Videos hochlade. Da ist das letzte gerade noch in Arbeit. Sollte jetzt noch maximal 10 Minuten dauern. Ich hoffe, dass es aber eigentlich nicht so doll auffällt. Upload ist eigentlich meistens nicht so schlimm wie ein Download. So, dann checken wir mal eben aus, nachdem ich auch mal ein bisschen leiser gemacht habe, ob wir hier düngen können. Also ob was auch annimmt. Oh, hier geht's steil runter. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Nimmt er das an? Nee. Nimmt er nicht an. Oder doch? Eventuell ja, weil hier vorne so ein kleiner Keil war ja schon irgendwie gedüngt. Sind wir jetzt raus. Also der Boden nimmt es auf jeden Fall an. Ist mir die Frage, ob es auch gleich anzeigt. Machen hier mal so ein paar Meter, damit wir auch was sehen. So. Ja, perfekt. Das ist doch cool. Dann können wir jetzt wenigstens einmal alles fix durchdüngen. Dann haben wir das nämlich hinter uns, können ansehen und dann haben wir auf jeden Fall erstmal Ruhe, bis die Felder gewachsen sind. Anton will auf jeden Fall noch kommen. Ich weiß nicht, wann der Feierabend hat, ob wir das schaffen, weil ich nicht allzu so lange hier bleiben werde. Hab heute Abend auch noch ein bisschen was vor. Und er hatte gefragt, ob ich ihn noch ein bisschen beim Häckseln unterstützen kann. Ich hoffe mal, dass ich halt bis dahin mit dem Feld hier wenigstens, also mit unserer Wiese, die es mal werden soll, dann durch bin. Aber ich denke, das sollte machbar sein. So, erstmal das Allrad wieder einschalten hier. Machen wir ein bisschen GPS an, um hier auch mal gerade zu fahren. Ja, das ist doch mal nicht schlecht. Dann passiert hier auf jeden Fall so langsam was. Muss ja auch mal. Sind schon viele, viele, viele Videos. Ich glaube, Vorproduktion ist schon bis Mitte, Ende März. Und wir haben jetzt
heute, wo ich aufnehme, den 21. Februar. Da müssen wir mal gucken. Wenn sich da, also wenn das jetzt so bleibt, dass wir tatsächlich auf jeden Fall 4, 5 Stunden pro Woche oder auch sogar mehr aufnehmen, ob ich dann, ja, eine Folge halbe Stunde werde ich trotzdem nicht machen. Das ist mal, glaube ich, ein bisschen blöd. Aber eventuell vielleicht dann einfach sage, pass auf, dann 2 Folgen. Dann kommt eine mittags und eine nachmittags nochmal, dass wir hier so ein bisschen, ja, am Ball bleiben. Okay, hier scheint da nichts mehr anzunehmen. Müssen wir mal gucken, bis wohin das geht. Werden wir hier jetzt mal rausfinden. Geht hier auf jeden Fall irgendwie schräg runter. Das weiß ich. Habe ich zumindest auf der Karte so gesehen. Gucken jetzt, wie weit das geht. Es scheint schon weiter, als ich eben gefahren bin. Oder auch nicht. Ich fahre mich auch schon hier gerade eine Naht zurecht. So, irgendwo bis dahin in etwa. Okay. Dann haben wir zumindest schon mal das Vorgewende und wissen, wo wir uns jetzt aufhalten müssen, in welchen Kreisen. So. Ja, da hier schräg ist, dann ziehen wir uns einfach mal eine gerade Bahn, würde ich sagen. So. Machen wir auch hier schön alles selbst erstmal noch. Zumindest auf dem Feld düngen. Bei den anderen Feldern mal gucken, ob wir das dann den Helfer machen lassen, ob ich den überhaupt anschmeiße. Ich sag mal, was ich schaffe, schaffe ich. Was ich nicht schaffe, schaffe ich eigentlich nicht, ne? Wir gucken mal. Also mein Ziel ist auf jeden Fall heute, diese Wiese hier komplett erstmal angesät zu bekommen und durchgedüngt. Das mit dem Düngen machen wir gerade. Und das Ansehen dürfte hoffentlich auch nicht so ein Problem werden. Wir haben zwar nicht so eine monströse Seemaschine. Ich denke aber, dass wir damit trotzdem noch gut hinkommen. Wie gesagt, das ist zwar ein großes Feld, ist aber, glaube ich, unser größtes Feld, was wir haben. Aber das machen wir auch nur einmal. Wie gesagt, die Wiese bleibt auf jeden Fall hier drauf. Das ist mal Fakt. Es sei denn, irgendwann wird sich das mal ergeben, dass wir einfach so viel Wiese nicht mal annähernd brauchen, dass wir ein deutlich kleineres Feld dafür nehmen können. Dass wir das vielleicht mal durchwechseln und dann das hier normal bewirtschaften. Ich denke aber, dass sich das eher, wobei, irgendwann hat man genug Heu und Stroh, ja doch Heu und Gras, nicht Stroh. Irgendwann hat man genug Heu und Gras. Aber andererseits müssen wir dann nicht unbedingt Mais häckseln, wenn wir hier die Wiese einmal durchhäckseln können, beziehungsweise mit dem Big X übermähen können. Dann haben wir auch ordentlich was für Silage. Andererseits möchte ich so ein bisschen real halten. Also halt, ja, Silage wird überwiegend ja halt aus Mais gemacht. Dass man auch vielleicht so eine Mischung macht aus Mais und Gras eventuell. Zuckerrüben lassen sich ja leider nicht reinschnetzeln. Sonst würde ich das tatsächlich auch noch tun. Ja, düngen geht hervorragend schnell, wenn wir alles in so einer Arbeitsbreite hätten. Aber da müssen wir halt noch drauf zuarbeiten. Wir haben jetzt noch 250.000 plus das Feld von knapp 600.000, also 800.000 hätten wir jetzt noch. Es wird knapp langsam, vor allem mit Tiere kaufen. Aber dann können wir ja auch immer noch einen Kredit aufnehmen, mindestens 500.000. Also, ich sag mal, 1,2 Millionen sollten wir locker zusammenkriegen. Können wir halt nicht alle Tiere auf einmal kaufen. Was ich halt schon gerne haben wollen würde, wären die Hühner. Weil wir die direkt jetzt schon versorgen könnten. Dann könnten die wenigstens mit der Eierproduktion starten. Bringt zwar nicht so viel, aber desto mehr macht Sinn, wenn die halt einfach schon länger hier stehen. Wobei Eier halt immer noch deutlich mehr bringen wie Wolle. Ich hatte es ja auf der Ravenport. Wolle war ja sowas von daneben. War nicht toll, der Verkauf. So. Na, haben wir es doch schon fast. Wenn es mit allen Feldern so geht, ist doch geil.
Machen wir alle noch einmal vorweg düngen, bevor wir sie ansehen. Und dann haben wir da unsere Ruhe, müssen auf nichts mehr achten. Dann können wir sie erstmal alle durchwachsen lassen. Und in der Zeit eventuell, Ruckler, ja, vielleicht ein paar Tiere schon mal kaufen. Andere Dinge vorbereiten, keine Ahnung. Deswegen halt auch die Wiese jetzt schon. Vielleicht schaffen wir es ja, dass die Wiese schon fertig ist, bevor der Rest auswächst. So, ich lass mal eben hier fahren. So. Schreibt der Paradeus gerade. Ja, fertig. Das ist doch schön. Können wir auf den Hof zurückfahren. Oh, laut. Einmal kurz anhalten. Hier. So. Ja, eventuell, da ich ja einen Weg haben wollte, könnte man eigentlich mal gucken, ob wir hier vielleicht einen hinbauen. Also ich fahre jetzt einfach mal eben kurz hier rein. Das sind halt Dinge, die ich ja vermeiden wollte. Deswegen habe ich so gut wie alles eigentlich zugebaut oder sind überall irgendwelche Klippen oder so. Vielleicht sollte ich da auch noch was hinstellen, dass man da auch nicht mehr durch kann. Aber andererseits, ja, macht man jetzt ja auch nicht ständig. Und wenn ich da tatsächlich einen Weg noch hinbaue, eventuell, dass wir von der Straße aus wenigstens zu den Schweinen hinkommen und von da aus auf den Hof fahren können, wäre das schon nicht schlecht. So, dann parke ich das jetzt hier mal gar nicht ganz so weit weg. Ich stelle das mal hier hin, weil wir den eventuell noch mal brauchen heute. So. Ja, perfekt. Der Paradeiros kommt auch gleich. Ein Träumchen. Dann schaffen wir noch mehr heute. Das ist mal Fakt. So, dann Sämaschine. Da müsste ich jetzt einmal gucken, was haben wir für eine und wie viel Dampf braucht die? Saattechnik. Wir haben die Solitär, ne? Mit 12 Meter. 150 PS, alles klar. Das ist ja gar kein Problem. Dann können wir da den kleinen Deutz für nehmen. Der dürfte ja massig Power haben. Gleich mal reingucken. Ja, hier ist. Speichert er einfach nicht. So. Einmal die Sämaschine anhängen. Jetzt überlege ich, lasse ich das den Helfer machen? Oder machen wir das selber? Und düngen, also ja, entweder den Helfer das machen lassen, wir düngen weiter. Oder wir machen, wir sehen das hier an. Erstmal. Wir fangen erstmal an damit, das einzusehen. Ich weiß nicht, was hier auch mit den Differentialen und immer alles. Allrad ist immer aus, Differentiale sind immer an. Ich weiß nicht, was hier Phase ist. Also zumindest, obwohl hier brauchen wir keine Auffahrt. Hier haben wir eigentlich eine Auffahrt. Das ist schon nicht schlecht. Wollte gerade sagen, aber der klappt zu lange. Ich dachte ja schon, hier wäre ein Soundbug. Och, die ist ja leer. Na, hervorragend. Die müssen wir erstmal auffüllen fahren. Eventuell sollte man überlegen, dann hier vielleicht so ein bisschen Sandweg noch hinzumachen. Also 100% ist die Karte halt immer noch nicht dekoriert und konstruiert. Das eine oder andere fällt einem jetzt so im Nachhinein tatsächlich erst auf. Aber ja, gut, ist so. Wenn wir Geld haben, kann man sowas immer noch mal machen. So. Ich hoffe, ich muss die jetzt nicht aufklappen dafür. Die kommen da irgendwie auch so an. Ein schönes Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Paradeus. Muss ich wohl doch aufklappen.
Dann ist die Frage, ob ich da noch dran komme. Muss ich aber mal tricksen, wa? Ja, jetzt geht's erst auf. Ah, jetzt kommen wir aber auch ran. Dann hauen wir mal voll das gute Stück.